So, willkommen. Seit langer Zeit mal wieder zu Mindclone. Hier. Naja, lange Zeit. Letzte ist gerade mal 2 Wochen her. Also, nein. Vor 2, also 3 Wochen für euch. So, okay. Was mache ich hier gerade? Jetzt habe ich es falsch rum gemacht. Eigentlich müsste ich doch hier die Aufnahme starten und da. Egal. Egal. Interessiert gar nicht. Wie gut das nochmal ist, ja auch egal. Die einzige Sache ist, das weiß ich gar nicht, ist das überhaupt noch ein richtiger Ordner denn? Ja, doch, so ein richtiger Ordner. Okay. Habe bei den gleichen. Sehr schön. Schön. Okay. So. Wir, mein Test, das heißt. Eigentlich könnten wir auch mal wieder. Ich, mir fällt mir gerade. Einfach mal das voran. Ja. Übrigens, mir ist, also ich habe fürs nächste. Ernsthaft hier, ne? So. Hab fürs nächste Mal. Okay. Was? Wenn wir das nächste Mal Creative spielen. Hoffentlich denke ich denn dran, das Let's Play mal mit. Mal mit einem besonderen Texturpack zu starten. Warum sieht das hier immer noch so aus, wie es aussieht? Was? Der gerade hier. Einstellung. Achso, ich muss ja erstmal benutzen klicken. Mal gucken, wie das aussieht. Okay, wir sind gerade komplett alleine auf dem Server. Ist irgendwie gerade ganz nice. Gut. Ich muss zugeben, ich habe keinen Plan mehr, was wir letztes Mal gemacht haben. Weil auch wenn für euch die letzte Minecraft-Aufnahme 3 Wochen her ist, ist sie für mich schon mittlerweile ein bisschen länger her. Daraus folgt natürlich eine gewisse Unwissenheit darüber, was wir jetzt mehr machen wollten. Ich kann also nur raten. Klang gerade wie eine Drohung. Ich kann dir nur raten, schnell wegzugehen. Sonst werde ich kommen mit die Fleischermesser. Und werde dein Gesicht über eine Tomate ziehen. So, easy. Sehr schick aus. Was jetzt? Nein. Wo ist das Essen? Das Essen. Du kommst da rein. Okay. Was könnten wir letztes Mal gemacht haben? Was können wir jetzt machen wollen? Ich habe keine Ahnung. Die Sache ist, das baut sich hier langsam alles zu. Wir sind irgendwie doch relativ nah am Spawn. Mit dem Problem. Ja, das da gebaut wird, da hinten wird gebaut, da ist unser Hotel, da ist der Spawn. Wir haben also hier kaum noch Möglichkeiten, uns hier irgendwie ein bisschen auszubreiten. Oh! Bist du im Fernsehen? Fernsehen, egal. Außer Fernsehen gerade, glaube ich, falsch geschrieben, ist mir aber gerade schon so, ist mir egal. Wow, das Dach da, das sieht ja gerade ein bisschen stylisch aus. Kann man zoomen? Nein, kann man nicht. Sieht gerade stylisch aus.
Nice. Okay, gefällt mir. Ja. Das heißt, ich bin am Überlegen, ob wir uns nicht eine neue Bleibe suchen. Also wirklich mal ein bisschen wegziehen hier vom Spawn. Mal zu einem eigenen Gebiet. Andererseits würde ich. Hä? Die sind alle gar nicht gewachsen und die hier ist komplett schon ausgewachsen. Was ist da gerade los? Hab doch gerade was angepflanzt. Okay. Die Sache ist, ja, was nehmen wir denn dann mit? Was lassen wir hier? Auf jeden Fall müssen wir eine Nahrung mitnehmen, wenn wir uns komplett neu ansiedeln wollen irgendwo. Aber das Gebäude hier ist ja soweit, naja, ich sage jetzt mal, was sinnvoll ist, ist fertig. War hier noch was drin? Oh, ein bisschen gedünst, okay. Ja, aber wirklich mehr ausbauen können wir hier nicht. Da wir uns ja intelligenterweise in so einer Schlucht hier niedergelassen haben, müsste man jetzt natürlich überlegen, wo wir hingehen. Aber bevor wir irgendwo hingehen, würde ich gerne noch mal ein paar Sachen zeigen. In der Zwischenzeit hat sich nämlich viel getan auf dem Server. Also zumindest viel, von dem ich noch nicht wusste. Manches davon hat sich vielleicht auch schon früher getan. Ach, siehst du, wir können ja mal direkt zu JJK1 gehen. Die ist nämlich gerade am Durchdrehen, also die dreht gerade komplett frei. Erstens ist sie ein R, was ich gerade schon wieder vergessen habe. War AFK. Also ich fahre FKK. Okay. Nee. Was? Genau. Nee, wie R. Er ist gerade komplett am Freidrehen. Der baut gerade Automatisierungen as fuck. Ich wusste gar nicht, dass auf meinem Server sowas überhaupt möglich ist. ja. Also quasi Redstone-Geschichten. Oh, diese Namen, Alter. Q333, Q111. Wow. Kreativität. Ah. Boah, Alter, also mit den Vanilla-Texturen, also nicht Vanilla von Mindclone, sondern den Vanilla-Mind-Test-Texturen für Mindclone, sieht die Stadt ja richtig geil aus. LOL. Gefällt mir. Ich glaube, wir werden öfters mit dem Texturen-Pack spielen. Sieht irgendwie stylisch aus. Nee, ja, wie gesagt, JJK1 hat da extrem viel gebaut mit Redstone, so Automatisierungsmaschinen. Ich wusste echt nicht, dass sowas auf meinem Server überhaupt geht. Ich meine, dass es an sich geht, war mir schon klar, weil ist ja mein Klo. Aber mein Server ist ja, ich sag jetzt mal, sehr beschränkt. Erstens, was überhaupt die Reaktionsfähigkeit angeht, weil es halt Internet hier was... ne, auf Dorfverhältnisse angepasst ist, wenn man das jetzt so bezeichnen möchte. Zum anderen aber vor allen Dingen habe ich meine aktive Sichtweite extrem weit runtergestellt. Das heißt, die Bereiche, in der in einer Welt etwas aktiv passieren kann, ist jetzt nicht mehr mehrere Chunks groß, sondern glaube ich nur noch ein oder zwei Chunks groß. Von daher wusste ich gar nicht, dass so große Redstone-Maschinen, wie sie da gebaut hat, überhaupt noch funktionieren. Finde ich ganz witzig. Jetzt habe ich wieder sie gesagt. Ja. Wo denn? Unter mir? Scheint so. JJK Haus, kein PvP, no PvP. Kann man hier runter? Bitte eine Spende. Nee, das ist der Mülleimer. Kann man hier rein? Zur Base. Zur Base. Oh, ja, hier sieht man schon, das erste Redstone. Es ist verrückt. Es ist absolut krank. Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich als eingeschränkter Spieler hier was verändern? Ja, kann man. Das ist ja hässlich. Oh, dann muss JJK1 hier echt noch gucken, dass sie das ein bisschen mal besser schützt. Wäre sie natürlich ein eingeschränkter Benutzer, weil ich habe da keine Rechte, glaube ich. Oh, okay, doch, ich habe alle Rechte. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Gut, das heißt, ich weiß nicht, ob es normaler Spieler filtern kann. Das ist halt immer das Risiko. Ich meine, normaler Spieler kann zwar nichts abbauen, aber kann trotzdem bestimmte Sachen manipulieren oder starten.
Ja, guckt euch das an. Items gecraftet, Anordnung, Banner werden kann, muss. Die Gefängnisse kennen wir ja, glaube ich, schon im Let's Play. Hier die Maschinen. Das geht auch noch. Oh, da tropft was. Was? Hä? Achso, es war unter uns gerade eine Maschine. Ja. Okay, was ich sagen? Was wollte ich zeigen? Genau. Okay. Boah, Alter, wie das aussieht, ey. Aha. Ja, genau. Hier geht es nämlich schon ab. Das hier sind so automatische Ausdingsmustermaschinen. Das heißt, immer wenn ihr irgendwo so eine Melone rüberwächst, registrieren es diese Dinger und dann wird überall abgeerntet. Oder so, keine Ahnung. Und das ist halt ein riesige. Ah, jetzt hat man es gerade gesehen. Okay. Warum sind da jetzt die einzelnen Dinger? Müssen die nicht eigentlich hier reinfallen? Verstehe ich nicht. Ja gut, auf jeden Fall hier so eine Redstone-Maschine. Hat hier die K1 hier gebaut. Nice. Hier nochmal das gleiche für Kaktus und für Dinger. Hier können wir mal zugucken. Hier müsste einer bald soweit sein. Was? Achso. Okay. Boom. Ha! Tada! Geil. Einfach nur geil. Voll automatisiert. Man kann die Dinge auch manuell starten. So hier. Oder auch nicht. Was? Ich glaube, ich mache das hier gerade irgendwas kaputt. Kann das sein? Ja. Ich mache gerne Sachen kaputt. Vor allem von JK1. Irgendwie, nachdem mir JK1 mir irgendwas gezeigt hat, darf ich erstmal wieder alles reparieren, weil ich spiele halt mit Sachen gerne rum. Und spiele Sachen auch gerne kaputt. Was ist das denn? What the? Was zur Hölle ist das? Ah. Ah, ja, hier, dieser neue Bahntunnel. Kann ich hier mitfahren? Keine Ahnung. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Komplett neuer Bahntunnel. Ist quasi eine U-Bahn. Ach, JK1, du hast Bahn falsch geschrieben. Du hast U-Bahn geschrieben. U-Bahn-Tunnel. Wie kann man denn Bahn falsch schreiben? Na gut. Ich glaube mal, ich bin der Letzte, der sich über irgendwelche Rechtschreibfehler beschweren darf. Meine Rechtschreibung gleicht ja dem eines, naja, bemitleidensfähigen etwas. Ja, können die Bahn nicht schneller fahren? Ich brauche Nitro. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie lang der Tunnel überhaupt ist. Ich weiß auch gerade gar nicht, wie der Tunnel überhaupt hinführt. Oh, Eisen. Oh. Lol. Ach komm, jetzt hier. Da müssen wir ein bisschen mehr beschleunigen hier. Reicht aber trotzdem nicht, oder? Nee, reicht nicht. Lol. Da hat JJK einfach ein bisschen verkackt. Der beschleunigt nicht stark genug. Aber hier, wir wissen richtig, hier ein bisschen Scooter.
Oh, mal ein bisschen nachhelfen hier. Yay, geschafft. Ups, boah, Hilfe. Oh, nochmal. Yay. Hä? Ist hier Feierabend? Oh, hier ist Feierabend. Oh, nee, ist was. Hä? Soll das so sein? Ich verstehe. Keine Ahnung. Oh, na gut, okay, der Kürbis sieht jetzt so ein bisschen komisch aus mit dem Texturenpack. Allgemein, das Board sieht ein bisschen komisch aus mit dem Texturenpack. Naja, was soll's. Yay, Japan. Japan, wir lieben dich. Bäh. Deutschland, Alter. Deutschland braucht Kinder. So, dann stellen wir mal wieder die Lore zurück. Beziehungsweise wir fahren mal mit der Lore zurück. Volle Fahrt voraus. Yay. Woo. Party hard. Nice. Mal schnell die Wand sauber lecken. So, da sind wir wieder. Ups, ist auf den Gleis geflogen. Lol. Kann ja mal passieren. So, hier ist ganz viel Obsidian. Das blaue Gestein sieht echt voll nice aus, irgendwie, so von der Farbgebung her. Sollte man mal auch bei Vanilla Mine Test einführen. Hat irgendwie was von der Farbgebung her. Wo jetzt? Wo bin ich? Fuck. Wo muss ich jetzt lang? Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, Power Ranger. La 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 la. Lauf, lauf, Power Ranger. Oh nein, die ist Ende. Ja, das war gut. Das war ja gerade vollkommen umsonst. Soll das hier etwa ein Ne darstellen? JK1, ich muss mal gut mit den Eltern sprechen. Das funktioniert so nicht, ne? Also ich glaube, ne, für so eine Symbole muss man gebannt werden. Also das geht nicht. Was soll der Scheiß? Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Nee. Komm, also ganz ehrlich. Also, ich bin streng zu anderen, da muss ich auch streng zu JK1 sein. So, gebannt. Pech. Kannst du sehen, wo sie bleibt. Wo er bleibt. Finde ich nicht in Ordnung. Ja? JK1 war eine sehr lange Zeit bei uns als Moderator. Ich habe ihm viel zu verdanken, aber nachdem ich das gesehen habe, ist Schluss. Also, das ist ja... Nicht nett. Wo geht's hier eigentlich wieder raus? Hallo? Irgendwo müsste es hier einen Weg nach oben geben. Alter, hier gibt's so viele Tunnels. Was soll denn das? Also hier kamen wir rein. Das Problem ist nur, hier kommen wir nicht mehr raus.
Das ist hier in Monterey. Damit stellt sich die Frage, kommt man hier überhaupt irgendwo wieder raus? Jetzt bin ich wieder im Haupttunnel. Scheiße, Alter, ich habe auch komplett meine Orientierung verloren. Wo sind wir denn hier? Wo ist denn die Bahn überhaupt? Nani? Na komm, warte mal hier wieder. Na. Hä? Wie Hilfe? Wie geht denn das? Oh. Quicktune? Was ist das denn? War das so? Ah, okay. Nicht bevor sie reinkommt und dann denkt, wir haben sie wirklich gebannt. Ups. Oh, schön. Wo ging denn hier? Hier müsste doch irgendwo war doch hier so ein Weg nach oben. Oh, das sieht aber nicht sehr nett aus. Ist, warum baut JJK1 so eine riesigen Schächte? Ich meine, sie hat doch Administrator, sie hat doch GIF. Sie kann sich doch alles sowieso holen, wie sie braucht. Ah, da vorne. Da vorne sieht das so aus wie so ein Eingang. Die Melone ist das effizienteste Nahrungsmittel. Wow. Hä? Achso, über Nudel. Ah, wow. Fuck my life. Ups. Wo ging's rein? Ach, da. Ich glaube, wir müssen uns ja gleich wieder rausporten. Ich bin gerade irgendwie lost. In space. Hilfe. Okay, hier geht's hoch. Oh. Aber leider nicht so hoch, wie ich dachte. Okay, wir sind verloren. Ich kann sterben gehen. Gehen wir jetzt wieder die ganze Strecke zurück. Easy, kein Problem. Mache ich ja gerne. Schon wieder. Oh Gott, ich bin noch gerade komplett falsch abgebogen, kann das sein? Aber vielleicht kommen wir hier in die Oberfläche. Das wäre natürlich Schnieke. Ah ja, das Wasser. Okay. Wenn da Wasser ist, kommen wir auf jeden Fall an die Oberfläche. Okay, wir sehen aber leider nichts. Au. Oh. Okay, das ist geil. Boah, ich stehe jetzt zu meiner Mami. Das kann doch nicht wahr sein hier. Was zur Hölle? So, hier war noch ein Weg, genau. Hier war noch ein Weg. Ah, jetzt gibt es ja noch Schlenkereien. Oh mein Gott. Hä? Oh, ist gerade aufgefallen. Ich will noch nach Hause. Oh Mann. Okay, komm.
Reicht. So. Weiß ich gar nicht, hat sich mittlerweile schon was bei The End verändert? Nö. Alles noch genauso wie vor 20 Jahren. Damals. Oh, hat jemand ein Häuschen, ein Gebäude gebaut. Da hinten ist ein stillgelegtes Enderportal, aber ansonsten mehr auch nicht. Ja, was hat sich noch so verändert? Eigentlich eine ganze Menge. Die Frage ist halt, was ich zuerst zeige. Ja, also der Spawn sieht so irgendwie gar nicht besser aus. Der Spawn sieht tatsächlich ein bisschen komisch aus mit dem Texturenpack. Ne, meine neuen Gebäude habe ich ja schon gezeigt. Also das hier passt mit dem Texturenpack. Sieht geil aus. So. Ach ja, siehst du da hinten, wo ich gerade die Spitzhacke sehe. Das ist ein neues Gebäude, was auch wieder JK1 gebaut hat. Das ist quasi eine öffentliche Mine. Autsch. Da weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie weit das Ding ausgebaut ist. Wir gehen einfach mal runter. Ich will nicht wissen, wer diese Geräusche wie aufgenommen hat. Ich möchte es nicht wissen. Okay, hier ist also nichts erstmal. Alter. Diese Geräusche. Ich verstehe auch nicht, warum der eine da dunkler ist als die anderen beiden. Das leuchtet mir gerade irgendwie nicht ein. Also das sieht man auch, wir haben jetzt hier ein paar Laternen stehen, was daran liegt, dass wir zwischendurch mal probiert haben mit Tag-Nacht-Rhythmus. Aber ganz ehrlich, ich habe es dann auch sehr schnell wieder rausgenommen. Weil das Problem ist halt, meine Server sind halt für Nacht nicht optimiert. Viele Sachen sind ohne Licht oder sehen im Dunkeln total behindert aus, was im Tag viel, viel schöner aussieht. Von daher, oh, F-Gaming hat sich verabschiedet. Na gut. Von daher, vor allen Dingen habe ich dann auch direkt gemerkt, als wir umgeschalten haben auf Nacht, kamen die ersten Sachen, oh mein Gott, ich brauche nur die Rüstung oder ich brauche überhaupt eine Rüstung, ich werde gefressen von Monstern, oh mein Gott. Weil natürlich die ganzen Spieler hier überhaupt nicht darauf vorbereitet sind, dass hier mal Nacht wird. Von daher habe ich die Nacht wieder rausgenommen, muss nicht sein.
Bitte, gehen wir mal wieder zu unserer Hütte und dann packen wir mal die Sachen zusammen, die wir brauchen, um loszuziehen. Die erste Folge ist nämlich quasi auch schon, ja, von der Zeit her sowieso zu Ende. Das heißt, wir werden uns in der nächsten Folge dann mal aufmachen zu neuen Ufern. Wo auch immer dieser neue Ufer sein wird. Okay. In dem Sinne dann, schau mit V.